Lange haben Unternehmer darauf gewartet. Nun steht der Entwurf zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Er soll nun auch Arbeitskräften mit einer anerkannten Berufsausbildung aus Nicht-EU-Ländern die Einwanderung nach Deutschland ermöglichen. Bisher durften nur Akademiker kommen. Wir schaffen die Möglichkeit, dass man einen Arbeitsplatz, einen Ausbildungsplatz hier in Deutschland suchen kann für die Dauer von 6 Monaten. Allerdings ist das zu Recht mit hohen Hürden verbunden, nämlich die Lebenshaltungskosten müssen hier in Deutschland gesichert sein. Im Berliner Seniorenstift ist man skeptisch, dass das Einwanderungsgesetz den Personalmangel beheben wird. Geeignete Fachkräfte hat das Pflegeheim in Vietnam gefunden. Doch die Ausbildung der vietnamesischen Pfleger wird hier nicht voll anerkannt. Sie müssen sich in Deutschland weiterqualifizieren. Voraussetzung dafür ist wiederum eine sehr gute Sprachausbildung, Level B2, die keiner der Bewerber mitbringt. Wir wünschen uns, dass halt diese Möglichkeit geschaffen wird. Einerseits, dass man Teilzeit arbeiten darf, während man seine Sprachfähigkeiten verbessert. Und andererseits, dass die Unternehmen in der Pflege unterstützt werden, die diese Sprachausbildung organisieren und finanzieren. Hier wird das geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz wenig Abhilfe schaffen. Die Hürden seien zu hoch, kritisiert die Opposition. Die Regeln, die die Koalition beschlossen hat, sind so eng, dass nur sehr wenige Menschen diese Regeln werden einhalten können. Wir würden gerne ein Punktesystem eingeführt, das dann flexibel angewandt werden kann, wo natürlich Vorleistungen, also Sprachkenntnisse, schon Berufsabschlüsse belohnt werden, aber auch Menschen, die noch nicht den B2-Test bestanden haben, zu uns kommen können. Und dann bleibt noch die Frage, was wird aus abgelehnten Asylbewerbern, die sich inzwischen qualifiziert und einen festen Arbeitsplatz haben? Bisher waren sie von Abschiebung bedroht. Das soll künftig eine sogenannte Beschäftigungsduldung verhindern. Danach erhalten Ausreisepflichtige, die seit 12 Monaten geduldet sind und seit 18 Monaten arbeiten, eine 2-jährige Beschäftigungsduldung und können danach eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Genau darüber ist zuletzt ein Streit innerhalb der Union entbrannt. Asyl und Arbeitsmigration seien strikt voneinander zu trennen. Na, wenn es vermengt wird, dann bedeutet es natürlich, dass es einen erneuten Pull-Faktor ermöglicht. Das heißt, es wird natürlich Menschen anziehen, die eigentlich vom Fachkräftezuwanderungsgesetz gar nicht angesprochen werden sollen. Kritiker innerhalb der Union wollen sich im Parlament dafür einsetzen, dass diese Beschäftigungsduldung nur für wenige Jahre gelten soll. Im Klartext würde das bedeuten, dass Geduldete, die bereits hier ausgebildet wurden und einen festen Arbeitsplatz haben, bleiben dürfen. Für künftig abgelehnte Asylbewerber soll das dann nicht mehr möglich sein.